Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yoga mit Nicole. Heute wollen wir uns vor allem mit Rückbeugen beschäftigen und Rückbeugen wirken sehr kräftigend auf unseren Rücken. Gerade bei den Rückbeugen ist es wichtig, dass du auf deinen Körper hörst und wenn du hier Vorbelastungen hast, also Bandscheibenvorfälle oder stechende Schmerzen in deinem Rücken spürst, dann solltest du sanft aus den Übungen wieder herauskommen und hier Alternativen suchen. Für diese Yogastunde brauchst du 2 Yoga-Blöcke, 2 dicke Bücher wären auch okay. Und wenn du keine Probleme mit dem Rücken haben solltest, dann kannst du natürlich auch ohne Blöcke praktizieren. Leg sie dir schon einmal neben dir bereit. Ansonsten brauchen wir nichts weiter, nur unsere Yogamatte und uns selbst. Und dann komm als erstes in den Fersensitz. Richte deine Wirbelsäule hier gut auf, stell dir vor, ein unsichtbarer Faden zieht deine Wirbelsäule noch einmal ein bisschen nach oben. Die Schultern sind weg von den Ohren, ziehen ein bisschen nach hinten unten. Und dann nimm deine Hände in den Schoß oder leg sie auf deinen Oberschenkeln ab, was sich für dich jetzt gut anfühlt. Und nimm dir ein paar Atemzüge Zeit, um anzukommen. Noch 2 tiefe Atemzüge hier. Und dann öffne sanft deine Augen. Wir beginnen mit einer Mobilisation. Fühl den Rücken. Und zwar strecke einmal deine Arme zur Seite aus. Schieb dein Brustbein leicht nach vorne, atme hier tief ein und mit der Ausatmung schiebst du den oberen Teil deines Rückens nach hinten und ziehst die Arme vorne zusammen, so als wolltest du einen riesigen Baum umarmen. Einatmen und ausatmen. Wenn du ausatmest, zieh ganz bewusst die Schultern nach vorne, um hier die Schulterblätter ein bisschen auseinanderzuziehen und hier eine wunderbare Dehnung zu bekommen. Einatmen, öffnen, ausatmen, runden. Einatmen, öffnen und runden aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Letztes Mal ein. Und aus. Komme nun in den Vierfüßler. Stell die Knie unter deine Hüfte auf. Fußrücken umgelegt. Handgelenke sind unter den Schultergelenken und kreise als erstes einmal mit deiner Hüfte. Kreise zunächst in die eine Richtung, werde ganz weich in deiner Wirbelsäule und in die andere. Wunderbar. Zentriere dich wieder in der Mitte und dann als nächstes geht es weiter mit Katze Kuh. Atme ein, streck deinen Rücken hier gut durch. Die Schultern ziehen weg von den Ohren, dein Blick hebt sich. Ausatmen, runde dich, roll dich richtig ein. Einatmen, hindurchstrecken. Ausatmen, runden. Fühle hier einmal ganz bewusst in deine Wirbelsäule hinein. Spüre jede Bewegung. Fühle, wie sie sich streckt. Und biegt. Letztes Mal tief einatmen und aus. Wir treffen uns im neutralen Vierfüßler wieder.
Nun stell deine Knie ein kleines bisschen weiter außen auf. Bleibe nun mit deiner Hüfte über deinen Kniegelenken, also nicht nach vorne oder nach hinten kippen. Versuche deine Hüfte hier auf Höhe deiner Knie zu halten. Und als nächstes laufe mit den Händen nach vorne. Dein Brustbein hier senkt sich zu Boden. Und stell die Stirn als erstes auf der Matte auf. Du merkst hier schon die wunderbare Öffnung in deiner Brust und die Rückbeuge im oberen Teil deines Rückens. Wenn du möchtest, kannst du hier auch dein Kinn am Boden aufstellen. Spüre, wie du mit jeder Ausatmung hier noch tiefer zur Matte schmilzt. Noch zwei Atemzüge hier. Und dann laufe mit den Händen langsam zurück, heb den Oberkörper ganz langsam an. Stell die Knie wieder ein bisschen weiter zusammen, sodass sie genau unter deinen Hüftgelenken sind. Die Handgelenke sind unter den Schultergelenken. Hände weit aufgefächert. Noch eine Runde Katze Kuh. Atme ein, schau nach oben. Ausatmen, runden. Neutrale Position. Stell deine Füße nun hinten auf und schieb dich nach hinten und oben in den herabschauenden Hund. Halte deine Beine hier leicht gebeugt. Öffne deine Achseln hier, spüre die sanfte Rückbeuge in deinem Rücken. Wenn du magst, kannst du auch gerne auf der Stelle ganz sanft treten. Halte den Fokus in der Länge deines Rückens und hier in der Öffnung deiner Achselhöhlen. Noch zwei Atemzüge hier. Und dann senke deine Knie wieder auf der Matte ab, leg deine Füße einmal um und komme in den Fersensitz. Ich rutsche ein bisschen in die Mitte, damit du mich besser sehen kannst. So, wir brauchen nun unsere Blöcke. Und zwar leg einmal die Blöcke nun hinten neben deine Füße, sodass du dich mit deinen Händen gut darauf abstützen kannst und deine Handgelenke dabei unter den Schultergelenken sind. Deine Finger zeigen nach vorne und mit der nächsten Einatmung hebst du nun die Hüfte sanft nach oben an. Ausatmen, wieder senken. Dein Blick bleibt dabei neutral. Bitte den Kopf hier noch nicht in den Nacken legen. Einatmen, Hüfte nach oben. Ausatmen, absenken. Einmal Hüfte nach oben. Und absenken. Natürlich kannst du diese Übung auch ohne Blöcke machen. Dadurch intensiviert sich die Dehnung in deiner Oberschenkelvorderseite. Einatmen, Hüfte heben. Ausatmen, wieder senken. Fühl dich jederzeit frei, Blöcke dazu zu nehmen oder auch natürlich Blöcke wegzunehmen. Höre auf deinen Körper. Und mach genau das, was dieser von dir verlangt. Mit der nächsten Einatmung heb noch ein letztes Mal deine Hüfte nach oben und bleibe oben. Spüre, wie dein Brustbein zur Decke strebt. Fühle die Dehnung in deinen Oberschenkeln. Ausatmen, langsam absenken und komm nach vorne. Wunderbar. Schüttel einmal kurz deine Handgelenke aus
um hier die Handgelenke ein kleines bisschen zu neutralisieren. Und nun stellen wir die Blöcke anders auf, und zwar hochkant. Stell die Füße einmal auf und du stellst die Blöcke nun direkt neben deinem Fuß hochkant auf. Heb deine Hüfte nach oben an. Dein Hüftgelenk bleibt nun über dem Kniegelenk. Wir kommen in das große Kamel. Leg einmal beide Hände an dein Kreuzbein. Dreh die Schultern nach hinten unten. Spür hier schon die Öffnung in deiner Brust. Hebe hier sanft deinen Blick und versuch dich aus dem oberen Teil deiner Wirbelsäule nach hinten zu lehnen. Bleibe hier für 2 tiefe Atemzüge. Wunderbar. Die nächst weitergehende Variante ist wie folgt. Schultern kreisen wieder nach hinten unten und du suchst hinter dir die Blöcke. Stütz dich auf den Blöcken ab. Deine Hüfte zieht nach vorne, bleibt über den Knien. Schultern ziehen nach hinten unten und du versuchst hier die Rückbeuge aus dem oberen Teil deines Rückens zu machen. Je höher du dich hier abstützt, umso leichter ist es natürlich. Finde hier deine Position. Die Schultern ziehen sanft nach hinten unten. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch noch den Kopf hier nach hinten nehmen. Wenn du den Kopf hinten haben solltest, öffne sanft deinen Mund, um Spannungen im Hals abzubauen. Wir kommen wieder heraus und zwar als erstes den Kopf nach oben und dann spanne deinen Bauch und deine Oberschenkelvorderseite fest an und zieh dich aus der Kraft deiner vorderen Muskulatur nach oben. Setz dich einmal kurz auf den Fersen ab. Noch einmal deine Handgelenke ausschütteln. Wir kommen gleich ein letztes Mal ins Kamel und diesmal ohne Blöcke. Gerne kannst du natürlich auch Variante 1 nehmen, 2. Fühl dich hier, wie gesagt, vollkommen frei. Wichtig beim Kamel ist, dass du angestrebt bist, die Rückbeuge wirklich aus dem oberen Teil deines Rückens zu machen und hier nicht aus der Lendenwirbelsäule. Also, wir kommen wieder in die Ausrichtung. Hebe dich nach oben an, stell die Füße einmal auf. Achte darauf, dass Knie und Füße hüftbreit aufgestellt sind. Die Hüfte ist über den Knien. Und dann kreise zunächst die Schultern nach hinten unten und suche deine Fersen. Die Hüfte bleibt über den Kniegelenken, Schulterblätter ziehen nach hinten unten zusammen, Rückbeuge hier aus der Brustwirbelsäule. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich den Kopf noch nach hinten legen. Noch 2 Atemzüge hier. Und dann hebe zuerst deinen Kopf nach oben an, spanne Bauch und Oberschenkelvorderseite ganz fest an und aus der Kraft deiner Mitte kommst du nach oben. Leg die Füße hinten um, öffne die Knie ein kleines bisschen. Und komm in Balasana, in die neutralisierende Haltung. Gerne kannst du deine Stirn am Boden ablegen, die Arme sind ganz entspannt. Atme hier tief durch und spüre einmal nach. Noch 2 tiefe Atemzüge hier. Und mit der nächsten Einatmung komm wieder nach oben in den Fersensitz.
Nimm die Hände in Anjali Mudra vor der Brust zusammen, schließ deine Augen. Die Daumen berühren sanft dein Brustbein. Und dann verneige dich vor dir selbst, dass du dir heute Zeit genommen hast für deine Yoga-Praxis. Namaste. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich freue mich schon, dich in einem meiner nächsten Videos begrüßen zu dürfen und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald.